Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich in der Liste. Nun bitte ich Sie, meinen heutigen Gast so herzlich wie möglich zu begrüßen. Entschuldigung, besuchen tun Sie uns ja beide, aber ihn zu begrüßen, nämlich Gerhard Polt. Lieber Herr Polt, Sie sind ja, glaube ich, in München geboren, aber kurz danach nach Altötting, Kleinstadt, umgezogen. Wie wächst man dort auf? In Altötting wird man in dieser Zeit vor allem, wenn man es noch nicht war, katholisch gemacht. Und jemand katholisch machen, das hat einen bestimmten Hintersinn. Katholisch machen, man kriegt ihn sozusagen in den Hut, nein. Man macht ihn kleiner. Und demütigt, gedemütigt oder demütig worden, nicht gedemütigt, ja, gedemütigt da. Es gibt Leute, die sind in Altötting gedemütigt worden, haben ja auch darüber geschrieben, wie es ihnen ergangen ist in Altötting damals, aber ja. Jeder hat so seine Erfahrungen. Also. Aber 1951 sind Sie dann... Man wächst mit Wallfahrern auf, mit Menschen, die, die damals in der Zeit für mich natürlich sehr schön war, weil man konnte den Wallfahrern Heiligenbilder andrehen und dafür hat man sich Bargeld geholt und das haben wir dann in die Kirche reinvestiert. Weil da gab es immer das Krippel. Sie wissen, was ein Krippel ist. Ne? So, ja, nicht, also eine Grippe, wo, wenn man Zehner oder Fünfer reinschmiss, Musik anging und ein Jesus, ein kleiner Jesi aus dem Stall raus, das schnell gesegnet hat, war er wieder weg. Und dann ging das Licht aus. Und das sind einfach Eindrücke fürs Leben und da lernt man. Und ja. Da. Und darum verstehe ich auch den heutigen Papst besser als manchmal. Übrigens, ich hatte mit einem dominikanischen Klostervorsteher für Cicero ein Streitgespräch mit einem katholischen Priester. Der griff den Papst ständig an und ich musste ihn verteidigen. Wusste ich auch nicht, dass das mal meine Rolle wird. Ja, aber man macht sich von der Kirche natürlich, würde man ja auch falsch beraten sein, zu glauben, dass das ein monolithischer Haufen ist. Das nicht. Aber man kann in Altötting auch, weil Sie das gefragt haben, man kann auch lernen in so einem Ort, in einem Wallfahrtsort, also eines der schwärzesten Punkte nördlich der Alpen. Da kann man lernen, wie soll ich das sagen, dass man die Welt verstehen lernt, also die Welt. Das heißt, die Welt des Atheismus lernt man sehr gut, man lernt sehr leicht Blasphemie. Nicht? Das wird einem direkt zugänglich gemacht. Da gibt es Leute, die das einem beibringen, wie man das macht und so. Also, ja, es ist gut. Also ich kann jeden Wallfahrtsort nur empfehlen als für Kinder. 1951, also müssten Sie 9 Jahre gewesen sein, sind Sie dann mit Ihrer Familie nach München gezogen. Wie ist denn so ein Wechsel von so einer Kleinstadt in eine Großstadt? Naja, das kann man generell nicht sagen, wie das ist. Das weiß ich nicht, weil das ja auch hier wieder für jeden anders ist. Wie haben Sie es denn verkraftet? Für mich war München natürlich faszinierend, auch großartig, weil die ganze Stadt war ein Trümmerhaufen. Und einen schöneren Spielplatz kann ein Kind gar nicht haben, wie eine so riesige Stadt, wo man praktisch durch Ruinen saust, Altmetall sammelt, dafür Geld kriegt, wo Kollegen, Kindkollegen neben einem anderen vergraben werden von einer Hauswand, die zusammenfällt. Und der verschwindet dann unterm Staub. Der ist dann nicht mehr da. Und das ist alles unglaublich erregend. Und sowas gab es natürlich am Land nicht, weil im Land waren keine Ruinen. Da war eigentlich alles, da gab es halt Wiesen und Bäche, aber in der Großstadt gab es Ruinen. Und da wo ich war, gab es ja, man muss sich ja das so vorstellen, es ist nicht wie Mann oder wie es, sondern wie jeder Einzelne. Für mich war es natürlich interessant, dass
dass es damals halt so diese kleinen Metzgereien gab, verstehen Sie, wo hinten noch geschlachtet wurde, auch in München noch. Das ist alles vorbei. Heute darf jemand, der Wirtschaft hat, das wird in Berlin auch so sein, der darf nicht einmal mehr Würste machen. Die EU verhindert es, dass der Wurst macht, nicht? Ja. Aus hygienischen Gründen. Muss man sich mal vorstellen, man muss die Wurstwurm woanders herholen, vielleicht aus Argentinien, dann geht's. Dann kann man sie essen. Sie waren etwas über 3 Jahre alt, als der Krieg zu Ende ging. Haben Sie noch eine eigene Erinnerung an den Krieg? Ja, eine. Ich würde sagen, eine 50-prozentige, 60-prozentige. Weil die Amerikaner sind über den Inn mit den Panzern. Und da haben die, die Brücken waren gesprengt zwischen Neuötting und Altötting, der Inn. Und dann sind die Panzer gekommen und wir waren wohl in einem Keller. Ich weiß auch das Haus, wo wir in dem Keller waren, bei einer Familie Thalhammer. Und wenn so kleine Häuser, wissen Sie, an der Straße stehen und dann so Schermenpanzer oder was es war, vorbeifahren, dann vibriert alles. Und das merkt man sich auch als Dreijähriger. Also da war so ein Angstgefühl und das kann ich mir erinnern. Und dieses Schäbern. Und dann war das natürlich überhaupt eine Aufgeregtheit, weil in den letzten Tagen kurz davor, und das glaube ich, vermute ich, dass ich mich erinnern kann, aber Sie wissen ja, das geht immer durcheinander, weil wenn einem etwas immer gesagt wird, dann meint man, man hätte es vielleicht selber erlebt. Das weiß ich nicht. Dann wurde ja von einem Freund von mir, der der Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung war, der Vater erschossen, weil er 3 Tage davor eine weiße Fahne gehisst hat. Es war. Und die Leute, die ihn erschossen haben, die haben dann, glaube ich, 3 Wochen mit Bewährung bekommen. Also das ist ein ziemlich günstiges Urteil für ihn, muss ich sagen. Ihr Vater war... Aber Sie wollten doch über Missverständnisse... Ja, das kommt ja noch. Ihr Vater war ja Major im Zweiten Weltkrieg. Was hat er Ihnen eigentlich vom Krieg erzählt später? Nichts, gar nichts. Ich habe mit dem nicht über den Krieg geredet. Ich habe mit dem Krieg, brauchte mir niemand zu erzählen, weil den hatte man immer erzählt bekommen, Herr Gysi. Wenn man damals als Kind im Wirtshaus war, haben die Leute nie was anderes gemacht, als über den Krieg zu reden. Das waren ja lauter Menschen, die Bein amputierte oder die einen Armstumpf gehabt haben oder die Leute, die ihren Schuh ausgezogen haben und die abgefrorenen Zehen gezeigt haben. Das war die Kindheit damals, hat man solche Leute nur getroffen. Also das waren alles, ich bin gerade die Invalidenstraße hierher gefahren. Das waren halt, ich war immer umringt von Invaliden, die ihre Kriegserlebnisse erzählt haben und zwar stundenlang immer Kriegserlebnisse. Was meinen Sie, wie ich angereichert war mit Kriegserlebnissen? Als Kind habe ich selber gemeint, da steht der Russe. Ja, das kann ich gut verstehen. Aber ich wollte jetzt noch ein bisschen von Ihrer Kindheit wissen. Waren Sie mal in einer Kinderbande? Waren Sie ein Draufgänger? Ich war nie ein Draufgänger. Ich war ein Anstifter. Aber das hat Ihnen Spaß gemacht, na, auch sicher, an solchen Kinderbanden. Ne? Das ist doch toll, freilich. Sie haben mal gesagt, Sie loben Ihre Eltern sehr wegen ihrer Nichterziehung. Stimmt auch, ja. Was heißt allerdings das? War, es ist ja so, Sie müssen sich vorstellen, es ist auch so, das ist ja nicht bei mir, ich muss wieder von mir absehen. In dieser Zeit haben viele Leute keine Erziehung genossen, weder Kindergarten noch sonst was, weil ja niemand da war. Also man ist ja auf der Straße aufgewachsen, gibt es ja den Begriff Schlüsselkind oder sowas. Aber auf der Straße aufzuwachsen war keineswegs schlimm, es war schön. Also ich beneide es heute noch Kinder, die eigentlich, nicht wie heute, nicht wenn diese Kinder heute so dressiert werden und ständig sind Erwachsene herum. Wir haben Erwachsene fast nie gesehen. Die waren nicht da, die waren nicht vorrätig, verstehen Sie? Und außer die Amputierten. Außer den Amputierten. Und die waren so mit sich beschäftigt und ihrem Krieg, die haben sich um das Kinder nicht gekümmert. Sie liebten Streiche, welche eigentlich? Ich habe mal ein Rezept, das ist aber nur eines unter den vielen Möglichkeiten, dass man zum Beispiel Hundescheiße sammelt, möglichst viel, sie in den Pappkarton hineintut, zumacht und dann vor einem Erwachsenen, vor seine Tür hinlegt und ein bisschen Terpentin oder Benzin und das anzündet und aus einer sicheren Entfernung zuschaut, wenn man geläutet hat, wenn der rauskommt und dann drauftritt, um es zu löschen. Beispiel. Das ist wunderbar, so gerne.
Man braucht nur die richtige Distanz. Also die muss man. Welche Schulen haben Sie eigentlich wie lange und wie gern besucht? Ich habe keine gern besucht, aber viele. Viele. Und die Schule des Lebens, Herr Giese, auch noch. Die, ja. die habe ich heute noch, Gott sei Dank. Ja, das die, ist ja wahr. Die kann man nicht nur als Kind kriegen, sondern es ist gut, wenn die Schule eigentlich, es kommt ja darauf an, welche Schule. Ich glaube aber auch, dass man, Gemeinschaftsschulen besser sind als Eliteschulen. Heute werden ja die Leute an den Unis schon verschult, aber in einer unangenehmen Weise, wie ich finde. Das war. Ja. Ich finde, man lernt sich nur sozial auseinanderzusetzen an Gemeinschaftsschulen. An Eliteschulen hat man zwar mehr Faktenwissen, aber weniger Lebenskenntnis. Ja, es ist halt, ja, ein geschultes Auge zu kriegen, das kriegt man meistens irgendwo her. Und wie gesagt, diese Welten damals haben einen ein bisschen geschult und das ist wunderbar. Ich denke mir manchmal, wissen Sie, so diese Situation nach dem Krieg bei uns, da glaube ich, dass ich manchmal etwas, was für mich vorteilhaft ist, ich glaube es, vermute es, sicher bin ich nicht, dass ich dann diese Kinder oder wenn ich heute diese Aufnahmen sehe von Aleppo oder irgendwo, ich sehe diese Ruinen und diese armseligen, furchtbaren, wie diese Straßen ausschauen und wo da Kinder durchlaufen, da denke ich mir, irgendwie war das bei uns ähnlich. Nicht vielleicht genauso, natürlich nicht, aber ähnlich. Und ich kann mir das ein bisschen vorstellen. Und das ist das, was mich fasziniert, wie schnell dann so Bilder gemacht werden und wie sie schnell aber wieder verdrängt werden. Das ist das ganz Eigenartige. Das heißt, wenn Sie an einen Platz gehen, wo vorher Ruine war, und Sie gehen 8 Jahre später wieder vorbei und da steht schon ein Haus, dann haben Sie sich daran gewöhnt. Dann denken Sie, kamen ja an die Ruine. Also man ist vergesslich. Ihr Vater arbeitete als Rechtsanwalt. Welche Rechtsgebiete hat er bearbeitet? Mein Vater, der war am Land, der hat sich für Bauern, prozessiert. Also Zivilrecht? Der hat zivilrechtliche Sachen gemacht, der hat so, mein Vater, der hat eigentlich, wenn er prozessiert, also der war immer sehr froh, wenn er was bekommen hat, so Prozesse, aber nicht gegen Geld, sondern gegen Lebensmittel. Also einen guten Schinken oder Bier oder solche Sachen. Mein Vater hat immer gern, auch mit Wirten hat er sich angefreundet, weil da konnte er, die streiten auch gerne. Es gab einen Wirt, von dem mein Vater, das weiß ich zufällig von meinem Vater, dass der Wirt, weil mein Vater nicht viel zu tun hat, gesagt, ihm zuliebe macht er einen Prozess. Und er hat ihn aber die Juristerei nicht so erschlossen, dass sie Lust hatten, sich in diese Richtung zu begeben. Nein, ich sage Ihnen, ich habe ja meinem Vater auch nicht so viel, hatte ich nicht so viel zu tun und so. Und das, Ihre Eltern waren dann getrennt, ne? Ja, waren getrennt, ja. Und sind ja dann. Warum reden wir über Missverständnisse, Herr Giese? Ja. Wir haben das doch nur so genannt, um die Leute anzulocken. Ach so, verstehe. Ja. Übrigens, Sie sind ja evangelisch getauft, aber dann eben katholisch erzogen worden. Habe ich Ihnen doch gesagt, ich zusammen? Bin katholisch gemacht worden, ja. Aber Sie sind heute noch evangelisch? Nein, ich bin beides. Zahle aber keine Kirchensteuer. Aber das wird auch einfach abgebucht, es sei denn, Sie sind ausgetreten. Bei mir nicht, ich bin ausgetreten. Nicht? Ich musste ja eigentlich aus 2 Kirchen austreten, weil ich ja bei beiden Mitglied war. Aber Sie wissen, wenn man verheiratet ist und hat einen Ehepartner, der noch dabei ist, dann ist man auch dabei. Ja, das weiß ich. Das hat mich immer interessiert. Das wäre zum Beispiel, was ich von Ihnen gern wissen wollte. Wieso ist diese Kirchensteuer, es gibt doch das Konkordat, was der Papst mit Hitler nochmal gemacht hat, wo der Hitler das bestätigt hat, dass man die Kirchensteuer zahlt in Deutschland, oder? Könnte man da nicht gegen den Hitler und diesen Pakt einmal irgendwie vorgehen. Naja, passen Sie auf, wir zahlen an die evangelische und die katholische Kirche Schadenersatz für Enteignung vor 200 Jahren. Das weiß ich. Ich sage ja, aber es wurde, der Hitler hat es ja nochmal. Ob das überhaupt eine Steuer ist, das ist ja mehr so eine Art Mitgliedsbeitrag, sollten Sie sich eigentlich selbst kümmern. Aber Sie wissen ja, ich kann mich ja nicht durchsetzen. Das hat ja keinen Sinn, Ich muss immer sagen, weil ich gern dingliche Sachen mag. Ich würde mir vorstellen, dass es schöner ist, wenn man sich so wie früher so ein Pfarrer adoptiert. Wo man sagt, wir sind eine kleine Gemeinde, wir bringen ihm so und so oft einmal eine Gans vorbei oder einen Schweinsbraten und dann kriegt er
einen schönen Christbaum und dann kriegt er noch ein Geschenk. So, also so. Der erste evangelische Pfarrer, der mich eingeladen hat, bei einer Messe zu sprechen, der hatte dann zwei Austritte, aber drei Eintritte. Da hat er gesagt, netto habe ich einen gut gemacht. Sehr gut. Also, als Kind haben Sie viel gejobbt. Erzählen Sie mir doch mal, was ein Kofferpacker jobbt und was ein Schachspieler jobbt. Beim Letzteren würde mich interessieren, ob da bestellt war, dass Sie verlieren oder gewinnen. Oder, wenn man es bezahlt gekriegt, muss man sich auch nach den Wünschen der Kunden richten. Und was macht ein Kofferpacker bitte? Ja, der muss halt Koffer schleppen. Kuli, das Wort Kuli. Ach, schleppen, nicht packen. Schleppen. Ah, das ist ein Kofferträger sozusagen, ein Gepäckträger. Ja. Das verstehe ich. Das heißt, da wurden Sie bestellt zur Wohnung, haben das dann runtergebracht? Nein, ich war am Bahnhof. Ich war zusammen mit einem Menschen, der, ich habe das mal 2 Jahre gemacht am Münchner Hauptbahnhof, aber das ist nicht so interessant. Ich glaube, das interessiert hier eigentlich wenig. Doch, die meisten, weil, die hier sitzen, waren mal Kofferträger. Deshalb sind die. Beim Schach kann ich Ihnen sagen, ich habe mal eine Zeit lang, ein Jahr lang Schach gespielt. Und gegen Geld mit Contra und so weiter. Und dann weiß ich noch, als die Dissidenten gekommen sind, die Leute aus, die, aus der Tschechoslowakei oder aus Russland, Ungarn, solche Leute waren dann viel da. Und die haben natürlich auch Schach gespielt und die waren so gut. Und dann haben wir es aufgegeben, weil wir immer nur verloren haben. Also dann habe ich nicht mehr Schach gespielt, auch kein Contra mehr gegeben und solche Sachen. Sondern dann habe ich wahrscheinlich mehr Halma gespielt. Sie wollten dann Bootsverleiher werden. Warum gerade Bootsverleiher? Bootsverleiher ist für mich einer der schönsten Berufe, die ein Mensch ergreifen kann. Ich kann es Ihnen erklären. Ich habe es zwar schon mal erklärt, warum, aber weil Sie mich fragen. Ich bin schon öfters wegen meiner Bootsverleiher. Es ist tatsächlich so. Es ist so, für mich war als Kind am Schliersee, gab es einen Bootsverleiher. Und der war für mich die Souveränität überhaupt, ein souveräner Mensch. Warum? Der saß da, hat ein Stück Wurst gegessen und hat praktisch die Zeit stehen lassen. Die Zeit konnte ihm nichts anhaben, verstehen Sie? Der war so souverän und es war ihm scheißegal, ob einer ein Boot mietet oder nicht. Und er war ein sehr stiller Mensch und dann las er Zeitung und war dadurch mit der Welt verbunden. Also er war nicht isoliert. Und wenn jemand gekommen ist und wollte ein Boot, hat er nichts gesagt. Die Leute saßen, haben sich ins Boot gesetzt und dann hat er diesen befreienden so gemacht und dann waren die weg. Und irgendwann sind die wiedergekommen. Als Kind habe ich mir gedacht, so souverän möchte ich mal werden. Verstehen Sie? Ja, das verstehe ich. Diesen Tritt und diese unglaubliche Selbstsicherheit und Souveränität von einem Bootsverleiher. Und das habe ich bei keinem Cowboy, bei keinem Indianerhäuptling nirgendwo gesehen, nur beim Bootsverleiher. Und ob es kam oder nicht, auch heute noch. Im Grunde bin ich ein jemand, der diesen Beruf leider nicht ergriffen hat. Ich stand in einem kleinen Hafen auf Hiddensee und da kam eine Frau angerannt, lief noch über den Steg aufs Boot, das Boot legte ab, war schon ein Stück weg und plötzlich kam der Gepäckträger mit einer Schubkarre mit 2 Koffern drin. Hielt an, oben standen 2 Matrosen, das waren aber mehrere Meter weg und er nahm den ersten Koffer und warf ihn hinter dem Schiff hinterher, die haben den gefangen. Den 2. Koffer, die haben auch gewonnen. Da war für mich klar, das wird mein Beruf. Ich fand das fantastisch. Bin es leider auch nicht geworden. Das wäre jetzt mir zu anstrengend gewesen. Ja. Aber doch nicht mit 3 Jahren. So, Sie haben Ihr Abitur im 2. Bildungsweg gemacht. Abendgymnasium, ist das nicht horrende anstrengend? Da arbeiten Sie den ganzen Tag und Abend zur Schule und so? Oder? Alles machbar. Und dann haben Sie in München studiert, und zwar 3 Sachen. Politische Wissenschaft, Geschichte, Kunstgeschichte. Nein, Kunstgeschichte, nicht eine Sekunde. Also nur Geschichte? Das steht nur irgendwo, das hat irgendjemand aufgehört. Ich meine, das ist so, wenn man sagt studiert, ich habe studiert, das ist richtig, aber das ist schon das Wort studiert, da denke ich mir eigentlich, das klingt so, so wichtig, so enorm. Ich fand es immer toll, wenn jemand gesagt hat bei uns, psst, sei ruhig, der Vater studiert die Zeitung. Weil
Ja, oder man sagt bei uns auch nicht, jetzt muss ich mal denken, sondern jetzt muss ich studieren. Ich finde das einfach viel näher, weil damit wird es menschlicher. Verstehen Sie? Weil die Frage, wie studiert man? Heute studiert man tatsächlich anders. Wir haben ja darüber geredet. Heute ist es verschult, das Studium. Ja, das ist es, völlig. Früher. Das liegt am Bachelor und so weiter. Ja. Ganz genau, ja. Und früher konnte man das ganz anders machen. Da war man Student, selbst wenn man nur Bier getrunken hat. Verstehen Sie? Das war. Ja, also trotzdem muss ich, also dass man sich für Geschichte interessiert, kann ich ja verstehen, aber na, für Moment, politische Wissenschaften, dem verdanke ich eine Begegnung, das könnte Sie interessieren und vielleicht Sie auch. Weil über diese Sache habe ich einen Mann kennengelernt, der für mich sehr interessant war, als junger Mensch, nämlich den Werner Fink, den Kabarettisten Werner Fink. Und mit dem habe ich studiert. Also der saß neben mir in einem Seminar über Autorität und Freiheit. Da saß der Mann neben mir. Und dieser Mann, der ja so berühmte Sätze gesagt hat, ich stehe hinter jeder Regierung, die mich nicht sitzen lässt, wenn ich nicht hinter ihr stehe, zum Beispiel. Und so wunderbare Sachen. Und dieser Mann hat mir eben, der hat uns immer eingeladen. Wir waren drei Leute und der hat eingeladen. Und da sind wir immer in einen Wienerwald gegangen und da hat er das bezahlt und haben wir die Händel gefressen. Und der hat uns dann sein Schicksal und seine Biografie erzählt, wie er da beim Köppel schon war und wie er dann in eine Spezialeinheit geschickt wurde als Kanonenfutter, damit er es vielleicht doch nicht überlebt und so weiter. Ein hochinteressanter Mann. Ja, den habe ich da kennengelernt und das war für mich wirklich eine interessante Begegnung, das können Sie sich vorstellen. Das glaube ich Ihnen gerne, aber können Sie mir und uns allen erklären, was an der Politik Wissenschaft ist? Nein, darum geht es ja gar nicht. Das ist, vieles ist eigentlich nur Zeitvertreib. Ja. Aber dann haben Sie gewechselt. Aber verstehen Sie, man lernt eben Leute kennen. Das ist ja, das verstehe ich. Das ist ja nicht die Frage, was jemand... wie sagt man da, es gibt die Kollateralschäden und es gibt wahrscheinlich das Gegenteil, also Kollateral, wie sagt man so, Begünstigungen. Begünstigungen. Sagen Sie, und dann haben Sie gewechselt zu Skandinavistik und Altgermanisch. Nein, das ist alles übertrieben. Ich habe natürlich einmal Isländisch bei einem norwegischen Mann über isländische Dinge, das habe ich aber sehr bald wieder sein gelassen. Schwedisch kann ich sprechen. Aber ich brauche es mit Ihnen. Haben Sie das damals gelernt, Schwedisch? Ich habe in München habe ich ein bisschen angefangen und dann in Schweden habe ich ja gelebt und da habe ich auch ein bisschen studiert und dann habe ich, also ich kann fließend Schwedisch sprechen. Bin auch aufgetreten in Schweden. Und Isländisch? Überhaupt nicht. Nein. Und wieso Altgermanisch? Ich kann ja auch kein Rätoromanisch, verstehen Sie? Ja. Also, wenn mich jemand Rätoromanisch was fragen würde, ich könnte nichts antworten. Und da gibt es ja auch noch 30.000 in der Schweiz, glaube ich. Ne? Ja, und die Isländer, die reden meistens nur untereinander. Das stimmt. Trotzdem muss ich wissen, wieso gibt es gerade in Göteborg Altgermanisch und was haben Sie da gelernt? Welche noch Sprache? Einmal, das Altgermanisch können Sie vergessen. Das ist irgendwie, hat das so, als ob ich da groß Altgermanisch, ich habe Schwedisch gelernt. Ich habe die schwedische Literatur gelesen und solche Sachen gemacht, aber mit dem Altgermanischen habe ich es nicht weit gebracht. Sagen Sie aber, jetzt habe ich natürlich ein paar Begriffe könnte ich Ihnen sagen, wenn Sie es interessiert, aber es ist nicht so interessant. Na, einer. Also, einer. Naja, zum Beispiel, Neuisländisch, jetzt was Neuisländisch ist. Wissen Sie, was Computer auf Isländisch heißt? Nein. Sehen Sie? Das habe ich mir gedacht, dass Sie es nicht wissen. Ich dachte, aber ich sage es Ihnen, warum ich sage, weil ich es schön finde. Die Isländer, die haben so ein Gespür und sagen, Mensch, unsere Sprache. Denn die sind froh, dass sie ihre Sprache gerettet haben. Die waren ja lange dänisch. Ja. Und die waren so stark unter der dänischen Oberhoheit. Und das Dänische hat sie praktisch so vereinnahmt, dass sie ihr Isländisch, da waren ja nur noch 20.000, 30.000 Leute da, die es gesprochen haben. Und dann wäre die Sprache flöten gegangen. Und weil sie diese Sprache noch gerettet haben, freuen sie sich, dass sie sich mit dieser Sprache untereinander unterhalten können. Und haben gesagt, das Englische, es gibt so viel Englisch, wir müssen schauen, dass wir isländische Wörter wieder finden. Und so ein Wort wie Computer, da sagen sie Tölvar, das heißt Zahlenhexe. Ein schönes Wort. Also, ich finde es witzig, dass man, Herr Gysi, dass man Menschen dazu stimuliert,
gewisse, so diese Medienbegriffe, die sich überall einbürgern, die man überall lesen kann, dass man, das haben die gemacht, und das finde ich wirklich eine Stimulanz, Leute dazu bringt, Wettbewerbe, wie man bestimmte Sachen benennen könnte, wo ein Witz, wo was Lustiges dabei ist. Finde ich gut. Finnisch ist doch nicht skandinavisch, wenn ich mal die Fachfrage stelle. Das ist Ugrisch, Herr Gysi, Ugrisch. Das ist Finnisch-Ugrisch, ja. Das ja, stimmt. Ugrisch, die Ugrier, über die Ugrier weiß man nicht so viel. Aber man geht mal davon aus, dass die circa 3.000 oder 4.000 vor Christi westlich des Altai-Gebirges waren. Also doch schon ziemlich früh. Ich hätte gedacht, die wären noch früher drüben gewesen, aber waren nicht so. Also diese Ugrier, nicht? Und dann kommen die und haben gesagt, naja, schauen wir mal. Ne? Und was soll man machen, wenn man westlich vom Altai ist? Was tut man dann? Ne? Da hat einer gesagt, du, wir gehen einmal in die Richtung, und die anderen haben gesagt, naja, wir warten noch ein bisschen. Ne? Und so gibt es diese ugrischen Sprachen. Ja. Wegen der Missverständnisse, waren ja jetzt schon ein paar da. Ich habe auch gelesen, dass Sie mal als Dolmetscher und Übersetzer tätig waren. Für welche Sprache? Für Schwedisch? Schwedisch, ja. Ah ja. Bin aber und macht das reich Spaß geworden. Oder ist das? Nein, macht nicht. Ich habe so Dinge übersetzt, so. Was waren das? So. Für die Firma Agfa waren das zum Beispiel. Für die Firma Agfa so, wie man einen Apparat anwendet und so. Nur solche Sachen. Also das war nicht sehr schön. Aber weil Sie mich wegen Schwedisch fragen, Schwedisch hat für mich eine ganz andere Bedeutung als die, dass ich Schwedisch sprechen kann. Das ist schön, wenn man es kann. Wenn Sie nach Schweden kommen, dann hat es einen Vorteil. Ne? Wenn Sie nicht hinfahren, nicht so sehr. Aber mein Vorteil, Herr Gysi, war, dass ich über Schwedisch zum Beispiel den Dieter Hildebrand kennengelernt habe. Weil meine Frau, die auch da ist, die kann sich erinnern, eine Freundin von ihr aus dem Bayerischen Wald, die war in einem Synchronstudio tätig. Und eines Tages ruft sie an und sagt, du, da ist jemand, die suchen jemand, der Schwedisch kann. Ja, und ob ich da hingehe, zur Bavaria Studios. Und dann komme ich da hin, wusste nicht, was ich machen soll. Und dann kommt mir ein Herr entgegen, sehr nett, Berliner. Und der hat zu mir, ich kann natürlich nicht Berlinisch reden oder Berliner Dialekt, aber der hat in etwa so gesagt, sagt er, sag mal, kannst du so sprechen? Sage ich, kann jederzeit kann ich sagen. Ja. Er sagt, ja, bist du der Mann, dann musst du mit zu dieser Mutter. Wir haben da eine Mutter, musst du mit ihr reden. Und dann bin ich da zu der Mutter gegangen, und das war die Bibi Jones. Eine Schlagersängerin damals. Die Dame ist, glaube ich, jetzt schon 80. Jedenfalls, und dann habe ich mit ihr einen Sketch gemacht. Und da war der Dieter dann dabei. Und es war diese Sendung, die hieß Notizen aus der Provinz. Das war noch der Vorläufer vom Scheibenwischer. Und dann offensichtlich mochten die mich. Und dann kam ich wieder. Und dann war ich wieder in den Notizen aus der Provinz. Und insofern war Schwedisch mein Schicksal. Es gibt noch eine andere Geschichte mit Schwedisch. Weil ein Mann, der beim Hansa Verlag Lektor war, Jürgen Kolbe, ist der ist leider verstorben, der wurde dann später Kulturreferent der Stadt München. Und dessen Frau war mit meiner Frau in der Schule Kollegin. Und der hat gehört, dass ich Schwedisch kann. Und dann wurde ich da eingeladen, da kam ich da hin und habe halt so erzählt. Aber nur wegen Schwedisch bin ich eingeladen worden. Und dann habe ich erzählt, und hat er gesagt, Mensch, Sie erzählen ja solche Sachen, haben Sie schon mal ein Hörspiel gemacht? Da sage ich, bis jetzt noch nicht. Und dann sagt er, müssen Sie machen, passen Sie auf, ich rufe gleich an. Hat angerufen, zack, und dann habe ich ein Hörspiel gemacht. Ja, aber nicht, weil ich ein Hörspiel machen konnte oder wollte, sondern weil ich Schwedisch sprach. Und aber darum kann ich nur jedem raten, der was werden will, heute Schwedisch lernen. Weil dann aber bei Ihrem ersten Hörspiel haben Sie 30 verschiedene Personen gesprochen. Haben Sie denn 30 verschiedene Stimmen? Damals schon, der war ja nur jung. Also wenn ich Stimme, das sind inzwischen wahrscheinlich, weiß ich, wie viel ich noch bringe, ich zähle sie ja nicht. Aber damals habe ich das getan, ja. Sie waren auch mal Lehrer, für wen eigentlich? Na. Und wofür? Nein, Schwedisch. Alles auf Schwedisch. Aber wie kam der Wechsel in die Kultur? Durch diesen Zufall? Durch diese Geschichte? Durch diesen Kultusreferenten habe ich dieses Hörspiel gemacht. Ja.
Und dann ging es, ja, und dann bin ich mal irgendwo eingesprungen. Da kam ich gerade von Schweden, hat jemand gesagt, du musst da mitspringen, mitspielen. Ja, und dann hat mich jemand gesehen. Und ein in München sehr bekannter Kabarettist, hier kennt ihn vielleicht auch noch einer, den Jörg Hube. Und der hat mich gesehen bei dieser Sache, wo ich da mitgespielt habe. Einfach mehr so zur Gaudi. Und dann hat mich der mitgenommen auf die Bühne. Und kaum war ich von der Bühne herum, es hat nicht lang gedauert. Aber soll ich es noch ein bisschen detaillierter erzählen? Der hat zu mir gesagt, ich soll mit ihm mitspielen, in Münchner Kammer spielen. Da habe ich gesagt, ja, als was denn? Er sagt, da als Gast. Da sage ich, Gast, ja, aber was mache ich da als Gast? Sage ich, wenn ich bei dir Gast spiele auf so einer Bühne, möchte ich auch als Gast behandelt werden. Und das wurde ich auch. Ich habe dann, der hat da gespielt, hat seinen Vortrag gehalten, ich saß daneben am Tisch und habe begonnen, ein Glas Bier, dann kam die Christknödelsuppe, dann kam der Schweinsbraten, dann kam der Apfelstrudel, der Kaffee und der Schnaps. Und die Leute schauten mehr, wie ich gegessen habe, wie was der gesagt hat. Ich habe ihm mehr oder weniger fast die Schau gestohlen. Aber der hat es natürlich, der wollte das sportlich nehmen und hat gesagt, nein, wir machen weiter. Und da haben wir weitergemacht und kurz darauf habe ich den Kulturpreis der Stadt München bekommen. Für Ihr erstes Hörspiel bekamen Sie ja sehr gute Kritiken. Wie sind Sie eigentlich später mit Kritiken bis heute umgegangen? Interessiert Sie das und Sie geben es nur nicht zu? Oder interessiert es Sie wirklich nicht? Oder doch? Oder ärgern Sie sich? Also ich muss sagen, es ist so, wissen Sie, jetzt habe ich so viele Kritiken bekommen, dass ich langsam anfange, den Kritiken gegenüber unkritisch zu werden. Also das ist schon so, wenn man so viele hat, wie ich jetzt bekommen habe. Es ist ja klar, verstehen Sie, über 40 Jahre jetzt das mache. Ja. Aber es ist sicherlich, ich lese sie trotzdem noch, weil ich finde, es gibt ja auch, schauen Sie mal, ein Junge, der in der Zeitung beginnt, der noch nie in seinem Leben zum Beispiel Kabarett gesehen hat. Nicht? Da sagt jetzt der, jetzt ist der, eigentlich der Hauptkritiker ist nicht da, der hat Katarrh oder Lungenentzündung, jetzt gehst du da rein und schreibst die Kritik. Und jetzt schreibt er die Kritik. Ja, so einem Menschen muss man auch entgegenkommen, finde ich. Oder? Nein. Ich finde, das ist ernst zu nehmen und der muss sich an einem abarbeiten. Und ob er jetzt trifft oder nicht, ist egal. Oder? Die Hauptsache ist, er schreibt und kriegt einen Job und hat eine feste Anstellung. Und im Theater und im Oper gibt es immer eine Reihe. Da gibt es die Freikarten für die Kritikerinnen und Kritiker. Erstens ist es in Deutschland Mode, dass die nie klatschen. Ich weiß nicht warum, aber sie klatschen nicht. Und zweitens denke ich immer, Sie können weder Theater spielen, noch in der Oper singen, noch spielen und müssen deshalb ein bisschen bösartig Ihre Kritiken schreiben, oder stimmt das nicht? Ja, ja, ja und nein. Also, ja, also ich glaube, es ist ja auch, also ich würde den Beruf des Kritikers nicht an die Wand stellen, weil ich glaube, es ist wirklich, ich habe ja selber in meinem Leben Kritiker kennengelernt, die sozusagen moralisch sehr hochstehende Menschen sind, die sich sehr schwer getan haben, jemand in Anführungszeichen zu verreißen. Und sagen, verreißen, das tue ich nicht, aber ich kann nichts umschreiben, dass es mir nicht gefällt. Und dann muss ich schon sagen, wenn er sagt, mir hat es nicht gefallen, ist es auch in Ordnung. Wenn er natürlich schreibt, es ist schlecht, ist es was anderes, wie wenn ich sage, mir gefällt es nicht, oder? Weil es ist ja immer so, ich kann sagen, das ist wahr, die Katze mag Mäuse, ich nicht. Ne? Also, sagen Sie mal, Sie sind dann, ich weiß nicht, ob Sie das schon erzählt haben, also erstmalig 75 beim Kabarett die kleine Nachtrevue in München aufgetreten, aber das war nicht der Gast. Nein, nein, das war dann aufgrund dieser Aufführung da, wurde ich eingeladen, ja. Und, aber dann braucht man doch auch eine Beziehung zur Politik und dann natürlich auch zum politischen Kabarett. Also einerseits, dass man sich für die politischen Vorgänge interessiert und andererseits, dass man die auf seine Art und Weise eben auch künstlerisch bringt. Politik hat mich wie vieles andere, Gott sei Dank, immer irgendwie interessiert. Aber ich habe kein Interesse gehabt, erstens einmal sogenannter Kabarettist zu werden und zweitens muss ich noch was sagen.
Das Wort Kabarettist würde ich verwenden für das, was man eigentlich früher gesagt hat. Der Kabarettist im eigentlichen Sinn, so hätte man es gesagt, das ist ein Intellektueller, der meistens für intellektuellere Menschen ein Programm macht. Das, was ich gemacht habe, ist in einer anderen Tradition und die nennt man bei uns Brettl. Brettl-Künstler. Das ist eine etwas andere Geschichte. Der Karl Valentin, den würde ich zum Beispiel nicht Kabarettist nennen, sondern ist ein großer Brettl-Künstler. Verstehen Sie? Was nicht heißt, dass die Wirkung nicht politisch ist. Aber es ist nicht in erster Grund der politische Kommentar, den er macht, sondern die Wirkung kann politisch sein. Das meine ich. Also es ist schon ein großer Unterschied, ob sie sich an, wie die alle heißen, Dobrindt, das ist übrigens ein wunderbarer Kerl, ob man sich an solchen Leuten abarbeitet oder ob man aus meiner Sicht sich mehr so sozialen oder mit menschlichen Eigenschaften beschäftigt, die aus meiner Sicht, eigentlich aus meiner Sicht dankbarere Geschichten sind, als sich mit Politikern zu beschäftigen. Und da muss ich noch was sagen, das ist vielleicht auch für Sie interessant. Mir hat der Dieter Hildebrand selber mal gesagt, die größte Niederlage, die er erlitten hat, eine der größten zumindest, das war, als Sie eingeladen wurden zu einem Gespräch, Politiker diskutieren mit Kabarettisten. Ach nein. Und er hat gesagt, so sind wir noch nie eingegangen. Also es war die größte Niederlage. Weil wir haben gedacht, wir machen Spaß, aber haben gemerkt, die machen keinen. Wissen Sie, was der Hildebrand über mich im Kabarett, glaube ich, im Scheibenwischer gesagt hat, ne? Als wir das erste Mal in der Wahl in Hamburg teilnehmen? Also den Gregor Gysi beneide ich, der kennt alle seine Wählerinnen und Wähler persönlich. So muss man sich behandeln lassen. Aber das kann ich Ihnen erklären. Politiker sind beleidigt, wenn sie nicht im Kabarett vorkommen, weil dann sind sie ja nicht wichtig. Stimmt. Und wenn sie vorkommen, sind sie auch beleidigt, das ist klar. Das hat mir auch der Karikaturist Lang mal gesagt, der Maria Lang, der lange in der Süddeutschen Zeitung großer Karikaturist war. Das ist so, das glaube ich auch. Ja. Ich möchte übrigens noch hinzufügen, weil ich hier bin und das mich natürlich ein bisschen berührt, darf ich das kurz sagen, dass ich dann Freundschaft geschlossen habe mit dem Enzikat Peter, der hier lange Leiter war. Und er war auch in Schliersee und wir haben uns immer sehr gut verstanden, muss ich sagen. Ich komme noch zu Ihrem Distel-Auftritt, weil ich das ja auch spannend finde. Distel-Auftritt, da können wir reden. Aber nicht über Missverständnisse. Nein. Sie wechselten dann an das Berliner Schiller-Theater. Wie kommt man denn in Berlin und dann noch am Schiller-Theater zurecht, wenn man bayerischer Herkunft ist? War das eine Herausforderung, war das schwierig oder war das reizvoll? Nein, Sie müssen so sehen. Bayern werden im Grunde vor allem in nördlichen Regionen gern benutzt. Weil man, das hat mir mal der Loriot gesagt, kann ich Ihnen sagen. Er hat gesagt, er freut sich immer, wenn Bayern tragische Sachen sagen, weil dann sind sie nie ganz so tragisch. Es war der Lietzau, der damals am Schillertheater war, und da war meine Kollegin und Freundin, die Gisela Schneeberger, die war da engagiert. Und der Christian Müller, der hat da so seine ersten Regiespuren gemacht, und der Lietzau hat uns erlaubt, dass wir selbstständig was machen können, und das haben wir da gemacht. Nun habe ich eine Bitte. Warum gelten Sie eigentlich als Anarcho? Bei wem? In Zeitung. Bei meiner Frau nicht. Also das kann ich ja sagen. Ich werde Ihre Frau befragen. Naja, anarchisch nicht. Nein, ich bin, man soll sich selber nie Attribute dazu, aber ich glaube, es ist was verwechselt. Anarch, das ist ganz interessant, der ehemalige bayerische Kultusminister Mayer, der hat mal gesagt, er hat nichts gegen den Anarch, wenn er stark ist. Also er muss ein wirklicher Anarch sein dann auch, nicht? Und Anarchie wird, glaube ich, verwechselt mit, Achternbusch hat gesagt, die Bayern sind so 50% Anarchen und die sind alle bei der CSU. Anarchisch sein wird verwechselt mit ein bisschen rebellisch, mit widerspenstig, mit hartnäckig, mit der Freude am Nicht-Gehorchen. Also
nicht das zu tun, was andere wollen, mit dem sich entziehen. Aber das ist noch lange nicht anarchisch. Ich glaube, anarchisch, es ist sehr stark intellektuell. Aber wenn man sozusagen sich widersetzt oder einfach nicht zur Verfügung steht, das ist wunderbar. Ihre Lieblingsgegner oder die, mit dem Sie sich als Brettlemacher, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, besonders gerne umgehen, das ist ja die katholische Kirche und die CSU. Bei der CSU ist es mir klar, die dominiert das Geschehen in Bayern, die katholische Kirche. Hat das auch was mit Ihrer Kindheit zu tun? Na, schauen Sie, das hat alles damit zu tun, wenn Sie wie ich habe nie eine andere Regierung wie die CSU erlebt. Ne? Müssen Sie sich mal vorstellen, Sie werden geboren, werden jetzt bald 75 Jahre und kennen nichts anderes als CSU. Ne? Das ist schon erstaunlich. Also, aber Paul, darf ich Ihnen sagen, das ist so wie eine Pharaonendynastie, verstehen Sie? Wir mussten die DDR untergehen lassen, damit ich mal eine andere Regierung als eine SED-Regierung bekomme. Was machen wir nun mit Bayern? Wenn Bayern untergeht, naja, aber das ist eben, die Kalkulation gibt es ja. Also Bayern ist schon ein paar Mal untergegangen worden. Also der Achterbusch zum Beispiel nur einer von, oder es gibt schon so Leute, die haben Bayern untergehen lassen. Aber ja, also wissen Sie, das macht mir nichts aus, weil da lebe ich ja nicht mehr. Verstehen Sie, wenn Bayern untergegangen ist in 200 Jahren dann, oder 300, sagen wir mal, dann. Jetzt reagiert erst einmal der Seehofer noch die nächsten 40 Jahre und dann schauen wir weiter. Ihre Bekanntheit nach 12 Teilen, das war ein TV-Sketch, fast wie im richtigen Leben, hat ja dann unheimlich zugenommen. Wie ist so ein Wechsel, wenn man erst so an der Bühne bekannt ist, in einem kleineren Kreis und plötzlich kennt dich fast jeder auf der Straße etc.? War Ihnen das eher angenehm oder unangenehm? Herr Giese, es ist so, ich bin oft gefragt worden, seit wann kennt man Sie? Dann habe ich gesagt, wer? Meine Frau kennt mich schon lang, also auch meine Mutter hat mich einigermaßen gekannt. Also, und meine Freunde, also ich habe da nie ein Problem gehabt. Also das ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht. Ja. Und wer hat eigentlich welche Begabung an Ihnen entdeckt? Oder mussten Sie das alles selbst entdecken? Als ich damals diesen Kulturförderpreis der Stadt München bekommen hatte, hat der damalige Intendant der Münchner Kammerspiele, ein gewisser Herr Müller, der hat mir dann dieses Zertifikat in die Hand gedrückt und dann ging ich hinaus und dann hat er mir ins Ohr gewispert und vergessen Sie nie, ich habe Sie entdeckt. Verstehen Sie? Und dann habe ich gesagt, toll, dass Sie mich entdeckt haben. Also, es war natürlich nicht so, weil mit dem hatte Klar. das gar nichts zu tun. Aber er wollte es halt. Er ist ein Entdecker gewesen, wie der Kolumbus. Und da weiß man ja auch beim Kolumbus, dass nicht der Amerika entdeckt hat, sondern die Indianer haben gesagt, hurra, wir sind entdeckt. Nein. Großer Unterschied, wer wen entdeckt. Ja, und er wusste auch nicht, wo er war. Aber jetzt habe ich ja eine große Butte im Namen des Publikums. Können Sie uns vielleicht eine kleine Szene vor der Pause? Eine Szene vor der Pause. Muss ich aber aufstehen. Gut. It is my pleasure to be here. Here in Theater Distel is very nice being here, but my name is Barabaridi Bringi Prabang. I'm coming from India and it is very good and I'm happy to be here in Landkreis preaching. Cardinal Marx from München Freising invited me coming to Bavaria because Bavaria emergency. Emergency from times everywhere Catholics. Catholics. But all of a sudden, all Catholics disappear. No longer Catholics. Where have gone Catholics in Bavaria? No longer Catholics. Churches empty. Nobody in church. It is problem. I must preach, but I'm shepherd, but no sheep. This is problem. Not black sheep. And church is empty. Recently I was in church. Nobody in church.
Only one single old woman. I'm telling woman, oh, my lady, I cannot make performance only for you. Must waiting for Easter. Ah, oh, this is Brembabra. I'm writing now letter to Pope. I'm letter to Pope because Pope making errors, many errors, because Catholic family, this is father, this is mother, this is children. Father, mother, children, this is not good, wife, marry wife, and man, marry man. Catholic family, this is father, this is mother, this is children. And you must know that Bavarian sinners is wrong believers, believing that beer garden is in paradise. Beer garden is not in paradise. Garden Eden is in paradise. In Garden Eden, no vice washing, no beer, no obaxter, no globe. And this is what we're doing right here, telling you the hallelujah. Damit Sie sich von uns erholen können, kriegen Sie jetzt eine Pause von einer Viertelstunde. Ich bitte Sie, reichlich zu trinken, damit sich der Umsatz dort lohnt. Ja, womit das zusammenhängt, will ich gar nicht erklären. Und nach einer Viertelstunde kommt ein zweiter Teil. Und ich glaube, wir kriegen noch eine Szene von Herrn Polt, auf Herr die Giese, ich mich jetzt schon freue. Ich auch, Herr Giese. Sagen Sie aber, was die teuersten Getränke sind. Ja. Sagen Sie mal, Sie haben dann einen eigenen Verlag gegründet, den Barz Verlag. Wieso das? Das war mir Gaudi. Der Verlag hat eigentlich nie was verlegt. Als wir den Verlag hatten, waren wir nur verlegen. Also, ja. Und darf ich trotzdem fragen, wie zu dem Namen, ich spreche den bestimmt ganz falsch aus, Biermöselblosen gekommen? Jetzt, ja, es gibt ein Moor, das heißt Biermoos. Und da ist eine Familie, die bestehen aus 15 Geschwistern, die alle Musik machen. Das ist eine, um das, ja, wer sie nicht kennt, gibt es das überhaupt, dass die einer nicht kennt? Die sind hervorragende Musiker. Wenn ich jetzt sage Musiker, ich sage jetzt nicht Musikanten, sondern wirklich Musiker. Der Chef von dieser Gruppe, von diesen Kindern, das ist eine Eltern, also der Vater war Lehrer, die Mutter, die kommen aus einem kleinen Dorf und der Tüchtigste, das ist der Stoffel Well, also musikalisch der Tüchtigste, der war Stadtrompeter bei den Münchner Philharmonikern und beim Celli Bidache und war also großartig. Aus gesundheitlichen Gründen konnte er nicht nur Trompete spielen und dann hat ihm dieser Celli Bidache aus der Privattasche finanziert, dass er noch Harfe lernt an der Musikhochschule. Aber ich muss dazu sagen, das Tolle ist, wenn Sie das eben sehen würden, das ist ein Mensch, der spielt jedes Instrument. Jedes. Also der spielt, ich sag mal, Minimum 15 Instrumente. Natürlich nicht alle auf dem Niveau wie vielleicht die Trompete oder die Harfe. Aber wenn Sie das hören, was der kann, das ist unvorstellbar. Er ist ein Ausnahmemusiker. Und ich glaube, der war damals in der Zeit einer der besten Trompeter in Mitteleuropa. Also, und die machen halt Volksmusik. Und wenn ich sage Volksmusik, dann muss ich das noch mal ein bisschen erklären, weil ich glaube, der Begriff ist ja nun wirklich missverständlich. Missverstehen Sie mich richtig. Ja, wir haben die bayerische Volksmusik, hat eben erstens einmal, dass es einen wunderbaren Schatz an Melodien gibt, der uralt ist, von dem ja auch der Mozart geschöpft hat und so weiter. Aber sie hat auch immer gehabt eine kritische Variante. Unter Kritik meine ich, dass man soziale Verhältnisse besungen hat und die Schuldigen benannt. Also auch die Schuldigen und die für diese Sachen verantwortlich sind, nicht geschont hat. Und das in einer wunderschönen, lustigen, in Form von einem Gstanzl oder in verschiedensten Möglichkeiten eben ausgesungen hat. Und
wenn man das nicht gehört hat, das ist eben was anderes als das, was man, also es ist nicht am Brunnen vor dem Tore, damit hat es nichts zu tun und auch nicht mit dieser kommerziellen Gedudel, was es da gibt, sondern es ist eine wunderschöne Musik und sie ist eben geeignet und diese Well haben das wieder bei uns ins Bewusstsein gebracht, dass diese Musik, die eigentlich so für Traditionalisten und so weiter sehr stark ein bisschen verstaubt war, die haben sie aufpoliert, eben indem sie Texte geschrieben haben mit dieser Musik, die bei uns, also wenn die CSU, die SPD in Bayern nicht fürchten musste, aber die Biermössel blasen schon. Ich war ja einmal beim Nockernberg, ne? Und da habe ich was erlebt, was ich nicht mehr für möglich gehalten hätte. Da saß Seehofer und ich gehe hin und sage ihm guten Tag und da standen so 6 Fotografen und fragten ihn, ob sie das fotografieren dürfen. Ach so. Ja, das ist, wirklich undenkbar. Also wenn zwei Personen des öffentlichen Lebens, und dann sagte Seehofer, ja. Also aber wie, also ich meine, ich war wirklich voll Schocken, ehrlich gesagt. Ja. Aber da hat er sein Hermelin nicht dabei gehabt. Nein. Herr Gysi, darf ich ganz kurz was fragen? Klar. Haben Sie den Eindruck, dass er Bier getrunken hat oder war da Limonade? Nein, die haben alle geschummelt. Der Einzige, der das Starkbier getrunken hat, war ich. Weil ich das natürlich nicht wusste, wieder naiv, wie ich bin. Und die brachten mir ein Maß, dann war ich immer noch nicht dran und ich wusste ja nicht, was sie über mich bringen, war mir ganz schlecht, dann brachten sie mir noch ein Maß und danach bin ich ins Fernsehen gegangen. Und ja, das hat der Strauß auch schon einmal gemacht. Ja, ich weiß. Aber der konnte nicht mehr reden dann. Ja. Ich war noch in seinem Stadium, wo ich das konnte. Und dann sagte die schon, neben mir saß der Söder. Naja, das ist auch schon ein Vergnügen. Und dann sagte sie zu mir, Herr Gysi, ist ja nett, dass Sie noch unsere Fragen beantworten. Da sage ich, ja, ich beantworte jede Frage. Ob eine Antwort morgen noch gilt, weiß ich nicht. Denn ich habe schon 2 Maß Starkbier getrunken. Und vor mir stand schon wieder ein Bier. Und dann habe ich gemerkt, dass der Söder geschummelt hat. Der hatte gar nichts getrunken. Dann war der so trocken, ernst und langweilig. Ich sagte, Mensch, Herr Söder, seien Sie doch ein bisschen lockerer. Ja. Aber das Schöne ist, ich habe nur positive Briefe aus Bayern gekriegt. Jeden hatte gefragt, dass ich da. Mir hat einmal jemand auch gesagt, er versteht eines nicht: Man kann nicht katholisch sein und kein Bier trinken. Ja. Wie soll denn das gehen? Das passt doch nicht. Und wenn man es trinkt, wird man es. Ja. Also, der Stoiber hat, glaube ich, auch nicht getrunken, ne? Nee, der hat nur Tee immer drin gehabt. Ja. Wobei ich nicht weiß, Pfefferminz oder Kamille, das weiß ich nicht. Aber wissen Sie, die Brüche sind ja immer spannend. Ich hatte jetzt als Gast im Deutschen Theater Klaus von Donani, ne? Der Baron und so weiter und so weiter. Und der war ja dann mal Landeschef der SPD in Rheinland-Pfalz. Da habe ich gesagt, da müssen Sie doch zum Fasching gehen, sich verkleiden und so. Sie kommen doch nicht drum herum, das passt doch so gar nicht zu Ihnen. Ja, sagt er, es gibt furchtbare Situationen im Leben, aber da muss man einfach durch. Und dann kann ich mir so vorstellen, wie der da plötzlich mit rumhoppeln musste. Aber kann es nicht sein, dass er sich schon verkleidet gefühlt hat? Ja, das kann sein. Also, sagen Sie mal, mit dem ZDF, Sie haben mal eine Kritik an Friedrich Zimmermann geäußert. Holt Schwurhin, sagen wir, ja. Und da wurden Sie wirklich richtig gerüffelt vom Intendanten? Ja, das war ein bisschen hart, ja, das stimmt. Das ging darum, dass ich sollte bei der Preisverleihung in Mainz zum Deutschen Kabarettpreis, das hat man mir gesagt, also der Redakteur kam zu mir und hat gesagt, in dem Text, er hätte es gelesen, was ich da jetzt vortrage, und da käme der Name Old Schwurhand vor. Also der Zimmermann ist ja berühmt mit diesem Meineid, nicht, den er geleistet hat. Den hat er aber abgeleitet, nicht? Der hat so gemacht, dass der Eid, war er weg. Man hat ihm, ja, und die Richter haben ihm ja bestätigt, dass er eine Absenz hatte, während er geschworen hat. Ja. Davor war er, also war zum alles in Ordnung, und danach auch gleich wieder. Ja. Nicht? Von einer Sekunde oder zwei kam von oben diese, und so. Und dieser Old Schwurhand, und dann habe ich natürlich Old Schwurhand, das steht da drin, und dann sagt der Herr Polt, und das habe ich mir gemerkt, natürlich merkt man sich das, lassen Sie bitte den Namen Old Schwurhand aus dem Text, sonst wird der Text zu lang. Schön, gell? Ja. Darf ich Ihnen eine Sache erzählen? Ich war ja jetzt bei
Aachen bei dem Orden wieder den tierischen Ernst. Und davor war ich schon mal bei der Heute Show, was mir übrigens sehr schwer fällt, weil ich das gar nicht kann. Bin völlig nervös. Also auch egal, in beiden Fällen wurde das Gleiche geschnitten. Raus. Und wisst ihr was? Ich habe jedes Mal gesagt, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass es bisher nur Plagiate an Dissertationen im Westen gab, noch nie im Osten? Jedes Mal rausgeschnitten. Ist doch auch interessant, ne? Sagen Sie mal, und dann kam ja die Auszeichnung. Und da sollen Sie 8 von 10 Minuten geschwiegen haben? Ja, das stimmt. Das ist dokumentiert. Das war natürlich für mich, muss ich zugeben, das war Kraftanstrengung. Ich hatte das schon mal geübt. Aus irgendeinem Grund hat sich das so ergeben, dass ich mich auf die Bühne hingestellt habe und nichts gesagt habe. Und ich war ein bisschen trainiert. Und bei dieser Sache, da liefen die Kameras und ich saß da und wollte eben nichts sagen, weil man mir gesagt hat, ich dürfte bestimmte Dinge nicht sagen und wenn ich die sage, müsse ich mit Konsequenzen rechnen. Und dann habe ich gesagt, dann sage ich auch nichts mehr. Aber die Kamera läuft, das war live, nicht? Und dann habe ich nur gesagt, erstaunlich, was so eine Minute im Fernsehen kostet. Also das, und das waren dann circa 7, 8 Minuten. Und wenn man das in Werbung umsetzt, dann ist das viel Geld. Nicht? Aber das heißt, Sie haben da nicht Old Schwurhemd gesagt und nichts? Nein, ich habe so eine Sanduhr hin und habe den Leuten gesehen, wie die Zeit vergeht. Ne? Auch im Fernsehen. Und was gab das für einen Ärger? Naja, ich bin dann auf die schwarze Liste gekommen beim ZDF, bin aber jetzt seit mindestens 4 Jahren wieder getilgt. Also ich dürfte im Fernsehen, im ZDF wieder was sagen. Inzwischen hat sich wahrscheinlich die Fernsehsituation so verändert, dass es wurscht ist, was einer sagt im Prinzip. Ja. Oder fast wurscht ist. Ja, der Merkel ist das auch eher wurscht und der Kohl spielt nicht mehr die Rolle. Aber Roger Willemsen hat mir erzählt, er hat sich irgendwie, auch im ZDF, ein bisschen gegen Kohl geäußert und dann hat der Intendant ihn angerufen und gesagt, Kohl hat sich bei ihm beschwert. Mhm. Und er schlägt ihm vor, dass er ab jetzt nicht mehr über Politiker, sondern über die Gattinnen von Politikern berichtet. Und das ist wenigstens eine Alternative, ja klar. Ja. Und dann hat er gesagt, was mich am meisten aufgeregt hat, ist, überall, wo ich das erzählt habe, hat sich keiner gewundert. Ich dachte, die Leute sind noch empört, aber die waren gar nicht empört. Ich meine, für die DDR ja. War das normal, aber für die Bundesrepublik? Sagen Sie mal, Sie haben ja, also trotzdem, diese 8 Minuten Schweigen war natürlich ein Eklat. Und dann waren Sie auf der Liste, aber ein Gespräch gab es nicht, dass der Intendant gesagt hat, so jetzt müssen wir mal über alles reden, damit wir hier ein Verhältnis kriegen oder so. Na, der Intendant, der wusste ja gar nicht, wer ich bin. Der kannte mich ja gar nicht. Der macht ja Fernsehen, aber er weiß nicht, mit wem. Das verstehe ich. Aber braucht man fürs Kabarett nicht auch Eklats? Ja, natürlich gab es Eklats. Wir haben mit dem Dieter Hildebrand zum Beispiel eine Sendung über den Rhein-Main-Donau-Kanal gemacht. Und da haben wir eigentlich, kann ich sagen, wir haben sehr gut recherchiert. Es war eine sehr gut recherchierte Sendung. Und die meisten Verräter waren CSUler, waren Schwarze, muss ich dazu sagen. Leute, die sich empört haben, dass der Strauß diesen Kanal bauen ließ, weil der Kanal ist ja dann international und auf einem internationalen Kanal dürfen dann auch die Russen fahren. Und dann haben die gesagt, der Strauß gibt den Russen die Möglichkeit, vom Schwarzen Meer bis nach Donauwörth zu fahren, nicht? Und das würde nicht gehen. Und dann haben die mir die Kosten und den Wahnsinn dieses Riesengebäudes, also ein unglaubliches Gebäude, vergleichbar mit Pyramiden oder ich weiß nicht, also unvorstellbar. Und da hat der Dieter auch diesen schönen Satz gesagt, normal sagt man Schiff Ahoi, aber wenn da durch diesen Kanal ein Schiff kommt, sagt man Hoi, Schiff. Also, ja. Sie haben immer versucht, nicht zu viel TV-Auftritte zu machen, um nicht verschleißt zu werden. Man ist immer, wenn man auf der Bühne gern geht, ist man schon ein bisschen ein Triebtäter. Aber ich bin jemand, ich kann mir auch außerhalb der Bühne ein Leben vorstellen. Ich habe Möbel daheim, ich will die benutzen. Aber Couch kann ich nicht nur. Also es gibt ja Leute, die wohnen im Fernsehen. Und dazu gehöre ich nicht. Ich wohne schon lieber noch daheim. 1980 war die erste Folge vom Scheibenwischer. Die war ja nun wirklich berühmt. Auch übrigens in der DDR ganz viel gesehen, muss ich sagen. Weiß. Und da haben Sie ja mit Dieter Hildebrand zusammen
gearbeitet. Wie war Ihr Verhältnis zu Dieter Hildebrand? Ja, mit dem Dieter verbindet und verband mich natürlich eine große Freundschaft, weil, ja, warum? Weil der Mensch immer im privaten Bereich, meine Frau, seine erste Frau, wir waren insgesamt oft beieinander, auch privat. Wir haben uns halt mitgeteilt, wir haben miteinander getrunken, wir haben miteinander einfach eine Gaudi gehabt, ne, muss man mal so sehen. Wir haben uns amüsiert über die Figuren, die wir haben. Wir waren immer berauscht und begeistert, dass wir in Bayern so eine politische Menagerie haben, um die man uns beneiden muss, weil das hat nicht jeder, ne? Also das muss man auch mal sagen. Und da waren wir einfach begeistert und ja, und durch dieses viele Miteinandersein, wir haben ja dann etwas gemacht miteinander, was nicht im Fernsehen war, eigentlich nicht so im Fernsehen, aber was für uns wunderschön war zu spielen, in Münchner Kammerspielen, haben wir ein Stück gemacht oder eine Revue, die hieß München leuchtet. Und das war, also diese Zusammenarbeit war großartig. Da waren auch die Wellbrüder dabei, da waren auch da war der Otto Grünmantel, ein großartiger Tiroler Komödiant und Komiker dabei, die Schneeberger und so weiter. Und wir waren ein tolles Team. Und ja, und dieses Zusammensein hat uns, ja, wir haben, ich kann vielleicht noch Folgendes sagen, weil ich jetzt hier bin. Die Tatsache, dass ich überhaupt dann in die DDR gekommen bin, hat natürlich auch damit zu tun. Ich weiß es noch, es war der Werner Schneider, sein Partner, der eigentlich die Bresche da reingeschlagen hat. Der Honecker ist nach Wien gefahren und das wusste der Werner Schneider. Und dann ist der Werner Schneider zum Kreisky gegangen und hat gesagt, Herr Kreisky, Sie müssen uns helfen, Sie müssen etwas tun für unsere Kabarettisten, denn das wusste ich nicht, mir hat man so erzählt, vielleicht ist es anders, man hat mir erzählt, dass die Kabarettisten der DDR, die durften ja gar nicht raus, im Gegensatz zu anderen, die waren ja unter Mielke, die waren politische Abteilung, so hat man es mir erzählt, während alles andere war Kulturabteilung, die durften Valuta verdienen und so weiter, aber die Kabarettisten waren politische Dinge und durften nicht raus. Und der Kreisky hat den Honecker gesagt, er möchte doch, dass die kommen. Und dann kam die Pfeffermühle nach Salzburg, spielten dort und da waren wir alle da. Und die wussten natürlich den Dieter so wie immer und die kannten uns und den Dieter natürlich vor allem. Und ja, und dann ging das weiter. Und dann kam ja der Dieter hierher mit dem Werner Schneider und die nächsten waren dann wir. Und ja, und so kam es und so sind wir dann auch hierher gekommen. Wer ist denn hier aufgetreten in der Distel? Sie mit zusammen mit? Mit den Well, mit den Gebrüdern Well. Ja. Und ich kann war, vielleicht noch etwas sagen, das was ja nicht so witzig war, als ich. Also wir haben ja die erste Vorstellung, das war ja noch bei den Akademikern war das in Leipzig, aber ich kann das nur sagen, weil wir haben uns natürlich überlegt, was können wir sagen, was können wir uns überlegen. Die Biermösel haben sich schöne Lieder überlegt, alles Mögliche. Wir haben gedacht, mei, was machen wir denn? Und dann habe ich eine Geschichte erzählt, die übrigens wahr ist. Eine Geschichte, die von einem Bürgermeister handelt, der aus Moskau gekommen ist, aus dem Stadtteil Krasnaja Presnja in dieser Zeit und der kam nach Schliersee. Und die Geschichte von diesem Bürgermeister, der nach Schliersee gekommen ist und die Welt war noch geteilt, die war so unglaublich, die haben wir dann später verfilmt. Aber ich komme auf etwas, weil es kam wirklich dieser Bürgermeister von Krasnaja Presnja in das Wirtshaus, wo Kartenspieler und richtige Bierdimpfer sitzen und dann sagt der Anne, ah, sagt er, da kommt der Bürgermeister von Moskau. Wer? Der Bürgermeister von Moskau. Was tut denn der da? Ja, der kommt, der besucht uns. Okay. Dann sagt er, ja, sagt der eine, und das ist jetzt wahr. Dann sagt er, na ja, ich muss sagen, also das sage jetzt ich, die Russen, der Russe, die sind sympathisch. Ganz sympathische Menschen, man glaubt es nicht, wie sympathisch. Aber leider haben wir es kaum kennengelernt, weil wir haben es halbe Meer erschossen. Und das habe ich da in dem Akademikerkeller erzählt. Und ich kann Ihnen sagen, Herr Gysi, da war eiserne Stille. War sehr still. Ich habe nur wiedergegeben, wie eine Realität ist. Und dann hat mir einer gesagt, ein Kabarettist von den Pfeffermühlen hat mir gesagt, weißt du, ich kann auch nicht so gut Sächsisch, aber ich habe mir das so schön erzählt, sagt er, weißt du,
die Geschichte, das wäre es nicht. Aber dass du Russe sagst, das geht nun doch nicht, weil man muss Sowjetmensch sagen. Das wusste ich nicht. Ja, der Dieter Hildebrandt hat mir da auch schöne Sachen erzählt. Also beim ersten Mal zum Beispiel waren nur 200 Zuschauer, dann war eine Frau, die bat ihn eine Karte. Und dann hat er darum gebeten, es führte keinen Weg rein. Aber beim zweiten Mal war dann der Saal voll, dann haben sie das weggemacht. Also es war auch so Stufe für Stufe, ja. Und dann wollte die ARD das filmen, dann bekamen die Genehmigung, aber nur Ausschnitte. Dann war der Ausschnitt die ganze Veranstaltung so weiter und so weiter. Aber ich höre da ja auch immer gerne zu, muss ich sagen. Sagen Sie mal, wie politisch ist denn eigentlich die Arbeit? Also es gibt so Vorgänge. Wer macht denn die Texte? Machen das immer andere oder mischen Sie da mit? Nein, schreibe ich schon mir selber. Ja. Die schreiben Sie selbst. Das heißt, Sie beobachten die Vorgänge und überlegen sich dann die Überhöhung. Ja sicher. Ich habe zum Beispiel jetzt in dem Programm, nicht, was wir jetzt hier auch spielen, nicht nur ein Beispiel. Ne? Mir ist aufgefallen, es fällt einem ja manchmal auf, dass man älter geworden ist. Ne? Und dass man dabei immer toleranter wird. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass eigentlich viele Menschen, also die in meinem Alter sind und auch ein bisschen älter, dass die ja, weil so viele Eltern keine Zeit für ihre Kinder haben, die Kinder jetzt in der Hand der Großeltern sind. Und dann merke ich, die wollen ja eben, dass die behütet sind. Und da gibt es wirklich so Großeltern, das habe ich selber miterlebt, die jetzt ihr Geschichts- und Weltbild dem Enkel beibringen. Und ich kann Ihnen sagen, das ist manchmal unglaublich, was da vermittelt wird. Nicht? Das ist unglaublich. Und zum Beispiel hat jemand gesagt, das habe ich so gehört und das gebe ich dann weiter und das baue ich natürlich dann. Aber diese Aussage ist nicht ein Exzess einer einzelnen Person, sondern da gibt es noch einige, die so denken. Sonst wenn es kein symptomatisches Ding wäre, würde ich es gar nicht machen. Das einzelne Exzess. Aber der hat gesagt, ich habe die Wehrpflicht gemacht. Die jungen Leute brauchen was. Wir lassen die im Stich. Was machen die ohne Wehrpflicht? Die Österreicher haben einen Charakter, die haben es wieder eingeführt. Ne? Die wissen, worum es geht im Leben. Bei uns, junge Leute einfach im Stich lassen, das geht doch nicht. Ich habe eine Wehrpflicht gemacht und keinen Zivi. Ich hätte auch einen Zivi machen können. Aber bevor ich einen Menschen, den wo ich gar nicht kenne, den Arsch ausputze, erschieße ich ihn lieber. Das ist das Ding. Sie haben mehrere Kinofilme gemacht. Was ist eigentlich das Besondere am Kino? Wieso macht man dann auch Kinofilme? Herr Gysi, das ist schwer. Das kann ich, glaube ich, gar nicht so ohne Weiteres sagen. Weil warum habe ich Kino gemacht? Weil ich glaube, dass ich sowohl mit dem Christian Müller zusammen als allein oder halt immer mich dazu inspiriert gefühlt habe, zu sagen, ich habe eine Geschichte. Und es ist so, ich glaube, dass es ganz wichtig ist für mich, ich spreche immer nur von mir, zu unterscheiden, wenn man eine Geschichte hat, die man nicht privat erzählt oder der Großmutter oder nur Freunden, sondern wo man sagt, es ist eine Geschichte, die sollten andere Leute hören, dann muss man sich auch überlegen, wo ist eine Geschichte gut aufgehoben. Nicht jede Geschichte ist in jedem Medium gut verwurstelt und so weiter, wie man es manchmal macht. Sondern man muss sich schon überlegen, es gibt Geschichten, die sind nur zum Lesen gut oder sie sind akustisch gut, weil sie in einem Hörbild oder in einem Hörspiel gut sind. Und es gibt Geschichten, die sind auf einer Bühne gut und nicht im Film. Und es gibt Sketche, die kann man im Fernsehen machen, dazu wird das Kino nicht gehen. Und es gibt wirklich Geschichten, wo man eine breite Leinwand braucht, weil sich da diese Geschichte besser erzählen lässt. Und das muss man schon sich überlegen, warum will ich dann dieses Kino machen, warum ist es nicht woanders aufgehoben. Also ich lege Wert darauf, mir selber zu überlegen, in welchem Medium willst du eine Geschichte, die dir gefällt, die du erzählen willst, will ich sie haben, auf der Bühne oder im Kino oder, ja. Sie schenken ja besondere Aufmerksamkeit dieser Bussi-Gesellschaft, dem Baulöwen, der Intoleranz, aber vor allen Dingen machen Sie immer Humorgeschichten des sogenannten kleinen Mannes. Hängt das auch
mit Ihrer Emotionalität, mit dem, was Sie erlebt haben zusammen, dass Sie gesagt haben, so kriege ich es am besten rüber? Oder sagen Sie, das ist auch gerade mein Talent? Herr Kiesi, Sie haben vorhin was angesprochen, dass ich mehrere Stimmen gemacht habe. Das war der Grund war, ich habe erzählt, eine Straße in München, die luxussaniert wurde, wo die Einwohner mehr oder weniger rausgedrängt wurden an den Stadtrand und dieses Gebiet in München-Schwabing oder Maxvorstadt verlassen mussten. Und die Befindlichkeit dieser Leute und ihr Denken und ihr Leben und wie sie in einem kleinen Laden einkaufen und wie sie da sind, das habe ich versucht zu schildern. Um zu schildern, nicht nur, dass da was tot ist, sondern dass da etwas gelebt hat. Und ich habe natürlich erzählt, wie die Sicht des Hausbesitzers ist, der sagt, wenn er Mieter kriegt, die dann viel mehr zahlen, die sind ihm lieber als Leute, von denen er sagt, der Mieter ist nur wie ein Hausschwamm. Den rauszukriegen ist äußerst schwierig. Ne? Und jetzt, gerade jetzt, vor ein paar Wochen, ist ein guter Freund von mir, der ein Zeichner, ein ganz großer Zeichner, der heißt Zimnik, Rainer Zimnik. Der wohnt, der hat sein Studio in München in der Veterinärstraße mit Studio, mit allem. Und der wurde jetzt, ja, wie sagt man, gemobbt und soll raus. Der wohnt in diesem Ding 50 Jahre drin. Und als ich zu seinem 86. Geburtstag jetzt hingekommen bin, habe ich die Kündigung da liegen sehen, wo man sagt, er muss raus. Verstehen Sie? Das sind ziemlich weit über, also 40 Jahre. Es hat sich nichts geändert. Das heißt, immer noch werden Leute einfach, ist es möglich, dass man sie rauskickt. Und das war die erste Geschichte, die ich als Hörspiel gemacht habe. Können Sie uns noch was erzählen? Und zum Beispiel von Valentin? Ja, der Karl Valentin ist für mich einer der allergrößten Humoristen deutscher Zunge. Noch ein ganz großer ist der Nestroy, also von den Alten. Aber den Karl Valentin, das ist ein so großartiger Mensch. Sie wissen auch, der Brecht zum Beispiel war ein großer Verehrer und ich glaube, der Brecht verdankt ihm auch sehr viel. Der Karl Valentin, ich sage nur eine Geschichte, nur um dieses wunderbare Denken, nur im Kleinen, weil das ist ja ein großes Werk, was der Mann hinterlassen hat, das wissen wir ja. Ich habe gesagt, dass ich den Werner Fink kennengelernt habe. Der Werner Fink war ja auch in Berlin hier im Kabarett der Komiker. Und der Valentin auch. Und das Kabarett der Komiker wurde ja dann von Goebbels und Leuten geschlossen. Leute wie der Grünbaum kamen ins KZ, furchtbar. Also wollen wir jetzt nicht alles aufrollen, nur so viel. Der Valentin hat an dieses Reichskultur-Ding da einen Brief geschrieben. Und da schreibt er: Sehr geehrte Herren, Sie beschuldigen uns Kabarettisten, dass wir uns so schlecht aufführen, dass Sie jetzt das Kabarett zumachen. Aber Sie haben uns doch immer zensiert. Wir haben doch immer nur das gesagt, was Sie uns erlaubt haben. Haben wir jemals was anderes gemacht? So, und in diesem Fall kann ich Ihnen Folgendes sagen. Der Herr sowieso war nicht zensiert. Jetzt stellen Sie sich in seine Situation vor, der steht auf der Bühne, ist von Ihnen nicht zensiert, da kann es doch passieren, dass er was sagt, was ja einfach so, ne? Was kann doch was rausrutschen. Schuld ist nicht er, sondern Sie, weil Sie haben ihn in diese Situation gebracht. Hätten Sie ihn richtig zensiert, wäre das nicht vorgekommen. Loriot, an dem habe ich ja so bewundert, wie der den Alltag beobachtet. Ja. Also wie Ante Portas da die Treppe runterkommt und zu seiner Frau sagt, wo ist mein Dings da? Und sie sagt, wo du es hingelegt hast, da habe ich zu meiner damaligen Frau gesagt, woher kennt der uns beide? Also das ist doch auch eine Fähigkeit, ne? Ja, klar. Ja. Ja, sicher. Sagen Sie mal, Sie waren ja der Imitator von Benedikt dem 16. können wir da mal vielleicht was hören? Benedikt in Ratzinger. Naja,
ich muss dazu sagen, ich habe jetzt diese Texte nicht mehr so drauf, aber der hatte so eine Stimme, oder was heißt hatte, jetzt ist sie wahrscheinlich noch etwas dünner, weil er noch älter ist. Aber ich habe ihn ja gehört, wenn er Italienisch gesprochen hat. Und sein Italienisch ist relativ gut, muss man sagen, grammatikalisch. Aber er hat eben das, was ich sprachlich vom Klang her Benefiziatenbayerisch nenne. Und das geht in etwa so. Also ich versuch's mal. Ne? Ja. Also so. Carissime, carissime, catalice. Stiamo oggi in una situazione che è disastrosa. Perché il anticristo sempre vuole con Belzebubis e Luciferis entrare nella nostra anima. E perché noi dobbiamo difenderci. Questo è, e io sono molto grato perché è venuto Presidente Stoiber e mi ha come presente portato un Obersten. Ich will Ihnen eine ganz kurze Geschichte von mir erzählen, weil die mit Benedikt dem 16. zu tun hat. Also solange es die DDR gab, wurde ich immer über meinen Vater definiert. Also wenn mich jemand sagt, ach, Sie sind der Sohn von Klaus Gysi und so, was anderes kannte ich gar nicht. Dann ungefähr 92, 93 kam mein Vater zu mir und sagte, weißt du, was mir heute das erste Mal passiert ist, hat mich einer gefragt, ob ich dein Vater bin. Also das hatte sich gedreht. Und dann kam Benedikt der 16. in den 2000er Jahren in den Bundestag und wir begrüßten ihn. Und also so die Vizepräsidenten, Fraktionsvorsitzenden. Als ich dran war, sagt natürlich Lammert, wer ich bin. Da sagt er, ich kenne doch Ihren Vater. Da war es wieder. Das ist halt eine andere Zeit. Ne? Sie spielen ja sehr gerne und wie ich finde, fantastisch Kleinbürger. Erstens müssen Sie ja irgendwann mal erkannt haben, dass Ihnen das besonders liegt. Ich sage mal, meine Lieblings-, also es gibt viele Sachen, aber wie Sie erklären, wieso man sich eine Asiatin kommen lassen soll. Und die daneben sitzt und immer so guckt, nie ein Wort. Wie war eigentlich die Zusammenarbeit mit den Toten Hosen? Sehr gut. Wirklich? Ja, ja, ja. Also ich muss dazu sagen, ich tue mir leicht, weil ich keine Musik spiele. Und dann hätte ich vielleicht größere Probleme, weil ich kann es ja nicht. Aber die Well haben mit denen zusammen gespielt. Und das ist schon was Besonderes. Wenn zwei so verschiedene Musikarten zusammenkommen, ohne dass sie wirklich crashen, sondern dass sie wirklich eine Art Harmonie zusammenbringen. Das war in jeder Hinsicht interessant. Ich muss Ihnen sagen, wir haben in Wien im Burgtheater miteinander gespielt. Ich war eine Art Conferencier und dann spielten die zusammen. Und es ging schon, für mich war es schon toll, verstehen Sie, wenn Sie da reingehen in das Burgtheater, und dann kommen die Anhänger der Toten Hosen. Und dann kommen die Anhänger von den Well. Zwei Menschenrassen, die sich begegnen, die nicht gewusst haben, dass es sowas auch gibt. Also das ist unglaublich. Aber die Toten Hosen, muss ich sagen, das sind einfach lebendige, lustige, angenehme, sehr herzliche Leute, die halt ja, diese Musik machen. Mir wäre sie ein bisschen... Ich meine, vom Dezibel her ist es nicht mein Ding her, aber sie spielen auch Unplugged und es war wirklich toll zu sehen, wie die auch den Respekt haben vor dem Stoffel Well vor allem, weil wenn der zum Beispiel Mozart anschlägt, wo die eigentlich erst einmal auch sich orientieren müssen, was das ist, aber es ging. Übrigens, der Helge Schneider hat im Deutschen Theater, als er meinen Gast bei Rachmaninow gespielt. Das ja. ist mit das Schwerste, was du am Klavier spielst. Er ist ein großer Musiker. Ganz groß. Na, denn klar. Erst hat er ernst gespielt und als er drin war, hat er noch Komik dazu gebracht, was ja doppelt so schwer ist. Ja. Und wenn du auf dem Seil wackelst, nicht? Ist ja. ja immer schwerer, als wenn du gerade läufst. Also hat mir wirklich Respekt. Der hat von uns den Karl-Valentin-Preis bekommen, weil der wirklich in diese Richtung geht, finde ich. Ja. Ja, das stimmt. Ich finde ja schon... Katzeklo statt Katzenklo. Man muss ja immer darauf kommen, das N wegzulassen, nicht? Ich Doofkopf komme ja nicht drauf, ehrlich gesagt. Distel haben Sie schon erzählt. Jetzt muss ich Ihnen ein paar ganz kurze
politische Fragen stellen Sie. Es wäre schön, wenn Sie immer mit ein, zwei Sätzen antworten. Oder was? Nur nicken. Oder ja, je nachdem. Zum Beispiel, was sagen Sie zu Trump? Aber nicht 8 Minuten Schweigen. Nein. Auf Bayerisch sagt man ja mei. Was sagen Sie zu den Flüchtlingen und die Art der Diskussion in Deutschland? Ich habe vorgestern war ich im Literaturhaus in München und da hat die Herlinde Kölbl, eine großartige Fotografin, Lager besucht in Griechenland und in also verschiedene Lager, wo die aufgenommen sind und hat es dokumentiert. Ich kann nur sagen, man soll sich's anschauen. Was sagen Sie zur Gefährdung des Euro und vor allen Dingen der Europäischen Union? Ich glaube, die Zeit haben wir nicht, Herr Gysi. Aber sehen Sie das auch mit Sorge? Ja, also ich tue mir halt, schauen Sie, ich bin ein ganz durchschnittlicher Zeitungleser. Ich lese meistens die Süddeutsche Zeitung und dann den Miesbacher Merkur. Also Sie sehen, ich habe mich umfangreich, bilde ich mich. Ne? Und muss sagen, ja, es ist halt schwer als normaler Mensch, der sich informiert über das, was man sich informieren kann. Ich kann mir halt solche Leute wie einen Kaczynski oder Orban und wie sie alle heißen, ich kann mir das so schwer vorstellen. Verstehen Sie? In der heutigen Zeit, wo wir unglaubliche Möglichkeiten haben. Wenn Sie in ein Krankenhaus gehen und sehen, was medizintechnisch heute möglich ist, wenn Sie sehen, dass man wissenschaftlich, was man machen kann, was Künstler machen, was auch tolle Handwerker machen, sagen Sie, wir sind nicht da, wir kommen. wenn Sie das alles sehen und dann sehen Sie, was in der Politik gemacht wird, das ist unvorstellbar, weil es geht so. Nicht? Man sagt immer, die Schere geht auseinander. Es gibt viele Scheren, die auseinandergehen, aber da geht sie schon auch wahnsinnig auseinander. Wissen Sie, weshalb die schon nicht demokratisch sind? Weil sie Folgendes machen. Weil sie sagen, wir haben die Mehrheit, dann haben wir ja doch auch das Recht, die Kontrolle über uns zu verändern. Also über Medien und das Verfassungsgericht. Genau das darfst du nie. Ja. Du darfst das nie. Ja. Es ist ganz wichtig, dass wir ein Bundesverfassungsgericht haben, das einen einstimmigen Beschluss des Bundestages und des Bundesrates aufheben darf. Und wenn du sagst, diese Kontrolle schaffe ich Schritt für Schritt ab, dann bewegst du dich weg von der Demokratie. Ich bin auch gleich fertig zu unserem Verhältnis zu Russland. Ja, also ich habe immer Gutes gehabt. Ne? Ich habe immerhin in den 80er Jahren, und es ist dokumentiert, da bin ich mit meinen Freunden im Zug von München nach Moskau gefahren. Da war der Andropow noch dran. Und da war es also noch. Da sind wir mit 32 Fässer Bier nach Moskau und haben Freibier ausgeschenkt, weil meine Aussage war, das Revolutionärste, was es gibt auf der Welt, ist Freibier. Und da sind wir nach Moskau, das war eine tolle Reise, sage ich nicht. Und dann haben wir überall, vor dem Bolschoi, überall haben wir Freibier ausgeschenkt. Und das kam sehr gut an und es war wunderbar. Es hat die Stimmung aufgelockert, glauben Sie mir. Das glaube ich gerne. Also Sie leben ja an drei Orten, München, Schliersee und Terracina. Was unterscheidet sich da? Ja, das ist gut. Zwei Orte sind nicht am Meer, sondern träumen vom Meer. Und der andere Ort in Terracina, der ist am Meer und träumt. Ja, Festland haben sie ja auch. Also es ist, die Leute, wenn man Leute mag, dann sind sie überall tolle Menschen und es ist wunderbar, ob ich da unten in einem Kaffeehaus sitze oder in München im Wirtshaus oder im Biergarten.
Überall treffen Sie tolle Leute und jeder kann Ihnen was geben. Und es ist eigentlich ganz wurscht, wo Sie im Prinzip sind. Es ist überall schön, unter Menschen zu sein. Brauchen Sie diese Mischung aus mal Großstadt, mal Kleinstadt, mal ländlich, Wasser etc.? Was ich sehr gut verstehen kann. Herr Gysi, wenn ich in Italien bin, da unten, Süditalien, natürlich, ich sehe eine Welt, die wir uns, und die ist so nah, die schon so verschieden ist, die Bedingungen. Ja. 100 Kilometer sind die Einschläge mit dem Erdbeben. Für uns, Gott sei Dank, ich habe immer gesagt, für Paradies ist eigentlich in einem Biergarten zu sein, bei circa 27 Grad Außentemperatur unter Kastanien in einem erdbebensicheren Gebiet. Wenn man das erlebt, wie diese Leute, wie schwer das ist, wenn sie italienisches Fernsehen sehen, dann haben sie natürlich andere Eindrücke, als wenn ich das bayerische Fernsehen sehe. Es ist schon so, dass Gott sei Dank noch die Verschiedenheit ausreicht, um zu sehen, Mensch, das macht mich neugierig. Wenn ich zum Beispiel das italienische Fernsehen sehe, dann sehe ich, fast jeden Tag wird aus dem Parlament einer verhaftet. Der wird nicht und verschwindet wegen Korruption. Und es wird dann berichtet, dass aber schon wieder einer frei ist. Und so geht es ständig. Also so viele Leute, wie da verhaftet werden, das ist wie 10 kleine Negerlein. Also es ist unglaublich, was da, und dann natürlich Mafia. Und die haben eine Mafia, die logischerweise anders ist wie die unsere. Wir haben auch eine Mafia. Und ich habe ja mal gesagt, wurde ich schlecht angesehen, als ich gesagt habe, was unterscheidet die sizilianische Mafia von der bayerischen Mafia? Ja, dass ich sage, die in Sizilien haben einen Ehrenkodex. Ja. Sagen Sie, Ihre Frau ist Lehrerin, wofür? Lehrerin, na klar. Englisch, Französisch. Für Englisch und Französisch? Ja. Hat sie Sie auch unterrichtet? Hatte sie in ihrer Ehe eine pädagogische Note Ihnen gegenüber? Ja, doch. Ach, also ja. Schon, ja. Genießen Sie das Alter und wenn ja, wie? Herr Gieser, ich das Alter selber genieße ich nicht, aber ich freue mich jeden Tag, dass ich jeden Tag Geburtstag habe und ich lang so. Und wenn es ein bisschen zwickt, ist es gut, weil wenn gar nichts ist, dann weiß man nicht, was los ist, verstehen Sie? Also ein bisschen was muss sein, glaube ich. Also. Bevor Sie, was ich hoffe, uns noch eine Szene vortragen, möchte ich Ihnen sagen, Herr Pold, obwohl Sie es wissen, dass Sie einfach toll sind und so bleiben sollen, wie Sie sind. Ich sage so, wenn mir ein Mensch als Mensch entgegenkommt, da habe ich nichts dagegen. Und wer der Mensch war, um das zu sein, was er ist, das kann man doch meistens nachlesen. Für was gibt es einen Google? Nein. Nur was diese Philosophen und diese Kasperl überhaupt nicht wissen, wie ein Mensch sein Gesicht verliert, okay? Sofern er überhaupt ein Gesicht hat und keine Visage. Ja, Moment, ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, wovon ich rede. Ja? Ich war schon dreimal Antalya. Ja, in einem Vier-Sterne-Hotel. Vier-Sterne-Hotel. Am Buffet. Es ist zum Speiben. Na, es ist die Gesinnung. Es ist die Gesinnung, wo den Kratler ausmacht. Der Gesinnungskratler. Entschuldigung, der führt doch den Begriff Mensch ad absurdum. Und diese Kratler sind heute überall. Die nisten heute überall. Wo gibt es denn heute keine Kratler? Die sind überall. Ich bin auch umzingelt von diesen Kratlern. Ich habe einen direkt neben mir. Ein Kratler. Hey?
Ranftl mit Namen, ja, der stellt sich neben meinem Zaun hin und schnäuzt sich. Ich habe gesagt, Herr Ranftl, das sage ich Ihnen. So wie Sie sich schnäuzen, hören Sie auf, sich so zu schnäuzen. Ja, so schnäuzt man sich nicht. Jedenfalls nicht in Mitteleuropa. Ja, wenn Sie jetzt, will ich Ihnen etwas sagen. Ich habe lange gebraucht. Ich habe 40 Jahre lang hart gearbeitet und mein Traum war ein Haus mit Garten. Ja, und ich bin hart immer am Leberkäse gesegelt. Ja. Und dann habe ich das Haus und habe so einen sogenannten Künstler neben mir. Ich habe immer gemeint, die Künstler verhungern. Der nicht. Nein. Der frisst Schnitzel. Schauen Sie mir nicht besser. Das ist doch das Allerletzte. Diese Grattler. Schauspieler, wie er angeblich Schauspieler. Jetzt will ich nur sagen, ich schaue regelmäßig im bayerischen Fernsehen diese Sendung Daheim ist daheim. Ja, den habe ich noch nicht einmal gesehen. Ja. Also nicht berühmt. Ja. Na, wissen Sie, ich sage so, der Mensch, was ist der Mensch? Ich weiß ja schon, was der Mensch ist. Ich kann es Ihnen eigentlich, das kann man leicht erklären. Der Mensch ist für mich ein Zwischenwirt. Ein Zwischenwirt, ja, nichts anderes. Ein Paradies, ein Biotop für Parasiten aller Art. Ne? Waffenhändler, Bestattungsinstitute, Automakler, ne? Und vor allem die Menschen. Die Menschen werden geliebt von den Religionen. Ne? Wo ein Mensch ist, da geht die Religion hin. Wie der Fußpilz. Ne? So ist es. Wissen Sie, mein Gott, der Mensch. Der Mensch ist natürlich auch ein Kostenfaktor, aber nur der Mensch, der überhaupt als Mensch registriert wird, die anderen nicht. So schaut es nämlich im Grunde aus. Und dann muss ich noch was sagen, ich meine, ein Mensch, der sich als Mensch selber erkannt hat, ist gut beraten, das nicht erkennen zu geben. Gemäß dem Spruch, der lautet, warten Sie mal, der lautet, ich weiß nicht, woher ich komme, weiß nicht, wohin ich gehe, aber wundere mich, dass ich so fröhlich bin. Das ist von einem Intellektuellen. Aber trotzdem nicht blöd. Ne? Also, wissen Sie, ich sage Ihnen was. Ich weiß doch auch manchmal nicht. Bin ich Objekt, bin ich Subjekt? Bin ich Mandal, bin ich Weiberl? Träume ich oder träumt mir? Ne? Apropos mir, das Wort wir. Das möchte ich auch noch mal sehen. Wer ist denn wir? Entschuldigung, wer ist denn wir? Wer ist denn das? Wir, wer ist das? Bin ich wir? Nein, ich war noch nie wir. Hey, ich bin nicht wir, werde nicht wir, aber ich weiß, wer wir ist. Das sind die anderen. Und die wissen es ganz genau. Hey. Was? Haben Sie auch gemerkt? Ja, Sie haben es auch gemerkt. Es stimmt. Wissen Sie, manchmal ist es so, ich rede halt einfach nur so vor mich hin und hoffe, dass ein Gedanke bei dem, was ich sage, Schritt halten kann. Und wenn nicht, dann hat er Pech gehabt, der Gedanke.